Supermoto-Europameisterschaft 2002, ein Saisonrückblick. Die Serie startet am 19. Mai in Fougères, Frankreich, zum ersten von 7 Rennen. Alle Werksteams sind da, 70 Fahrer am Start, 12.000 Besucher auf den Rängen. Eddie Seel ist der regierende Champion, aber Kimi, Künzel und Co. wollen ihm den Platz an der Sonne streitig machen. Und Thierry van den Bosch hat sowieso eine diesbezügliche Rechnung offen. Es geht los, 20 Minuten plus 2 Runden. Die Spitze übernimmt van den Bosch, gefolgt von Boris Chambon, Jürgen Künzel und Klaus Kinigartner auf Rang 4. Die technisch schwierige Piste hält anfangs das Feld zusammen, gerauft wird um jeden Zentimeter. Wenige Runden später nach wie vor van den Bosch in Front vor Boris Chambon und Klaus Kinigartner ist auf die dritte Position vorgekommen. Im Gerangel mit Blott und Moretto fabriziert Michel Pohl einen spektakulären Highsider, bleibt unverletzt, kann dann weiterfahren. Thierry van den Bosch in Führung, aber plötzlich fehlt Jürgen Künzel. Ich hatte einen guten Start, wie gesagt, bloß mein Problem war, im Offroad hat mir leider das Lenker aus der Hand geschlagen und dadurch ist der Schalthebel abgebrochen und das war dann eigentlich mein Ende vom Rennen. Van den Bosch wird die Klette Boris Chambon nicht los, doch der KTM-Fahrer behält die Nerven und die Pace bis ins Ziel. An dritter Stelle ist und bleibt Klaus Kinigartner. Und so der Auftakt. Thierry van den Bosch vor Boris Chambon und Klaus Kinigartner. Dann Eddie Seel vor Eric Delannoy. Start zum zweiten Lauf in Fougères und wieder habt sich van den Bosch sofort die Führung vor Chambon und Kinigartner. Kleine Rangeleien in der Startkurve, der Franzose Sylvain Page ist gestürzt. Boris Chambon startet einen Angriff auf den Leader, aber der Winzer kontert, bleibt vorne. Doch kurz danach muss van den Bosch aufgeben, das Getriebe klemmt und so gewinnt Boris Chambon den zweiten Lauf in Fougères. An zweiter Stelle Klaus Kinigartner, Platz 3 geht an Eric Delannoy und Boris Chambon führt fürs Erste in der Tabelle. Nächste Station am 2. Juni, Venray in Holland, 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Gefahren wird auf der permanenten Piste De Peel mit ihrem bekannt spektakulären und sandigen Offroad-Teil. Den Start des ersten Laufes holt sich wieder van den Bosch. Die Verfolger heißen Fiorentino, Chambon, De Lepine. Im Offroad-Teil stürzt Delannoy, De Lepine rückt vor auf Rang 2. Der Italiener Manzo überholt Chambon, ist somit Dritter. Aber Thierry van den Bosch gewinnt diesen dritten Lauf der Saison locker und überlegen. Start zum zweiten Lauf in Venray, van den Bosch wieder in Front, De Lepine stürzt mitten im Pulk. Boris Chambon liegt auf Rang 5, stürzt spektakulär über den Sprung, bleibt zum Glück unverletzt. Klaus Kinigartner breitet sich vor Delannoy aus. Und Thierry van den Bosch siegt ein weiteres Mal souverän und mit diesem Doppelsieg in Holland hat er die Tabellenspitze wieder übernommen. Nächste Station eine Woche später. Am 9. Juni trifft man sich im Superbiker-Tempel in Metz in Belgien zur dritten Runde der Saison. Hier steigt auch der Schweizer Champion Dani Müller mit seinen Teamgefährten Jano Möri und Rolf Baumgartner in die Serie ein. Erster Start, Boris Chambon übernimmt die Führung vor Eddie Seel und van den Bosch. Kurz danach liegt van den Bosch auf Rang 2, Jürgen Künzel ist Dritter, Eddie Seel nach kleinem Fehler auf Position 4. Chambon, van den Bosch und Eddie Seel hat Jürgen Künzel überholt. Der regierende Champion ist natürlich auf seinem Heimatboden besonders motiviert, will sich keine Blöße geben. Und schon kurz danach hängt der Belgier an Chambons Hinterrad, liegt an Position 2.
In der letzten Runde greift Eddie Seel seinen französischen Teamgefährten Boris Chambon an, überholt ihn und der Sieg des ersten Laufes in Merthyr ist seiner. Zweiter Lauf in Merthyr in Belgien. Die Spitze holen sich drei Husqvarnas, Seel, Chambon und Rubio. Van den Bosch ist Sechster. Aber der Franzose Van den Bosch zeigt in diesem Umlauf, wer der Boss im Supermoto ist. Er erobert sich Position um Position. Hier liegt er bereits auf Rang 4. Gegen Ende ist nur noch Eddie Seel vor ihm und den hat er sich gekonnt in der Kurve. Somit bleibt sein Tabellenvorsprung erhalten. Die nächste Runde findet in 1800 Meter Seehöhe statt, an der bekannten Station der Tour de France in Alpe d'Huez. Das Rennen ist hier bereits zum Klassiker gereift, 10.000 Besucher wohnen dem Spektakel bei. Erster Durchgang. Eddie Seel in der Superpole, hart bedrängt von Thierry Van den Bosch. Der Franzose gewinnt diesen Zweikampf, führt das Feld an. Und mit ihm kommen seine Teamgefährten Jürgen Künzel, Klaus Kinigartner. Seel ist Vierter. Aber der Belgier steckt nicht zurück, kann zur Halbzeit die beiden KTMs überholen, ist Zweiter. Aber einmal mehr gewinnt Thierry Van den Bosch. Eine kleine Deception ce matin, j'ai fait une faute en Superpole. Bei der Superpole am Morgen ist mir ein Fehler unterlaufen. Beim Rennen konnte ich mich dann aber sofort in Front setzen und den Sieg schön gleichmäßig heimfahren. Zweiter Lauf. Klaus Kinigartner führt vor Künzel, Manzo und Delepin. Van den Bosch ist am Start hängen geblieben, liegt jetzt auf Rang 9. Ein paar Runden später, der italienische Meister Mad Max Manzo attackiert den führenden Klaus Kinigartner und geht nach vorn. Kinigartner fährt sich die Hacken ab, um wieder an Manzo vorbeizukommen, aber so viel er sich auch müht, Mad Max bleibt vorne und gewinnt somit als erster Italiener einen Supermoto-Europameisterschaftslauf. Weiter geht's nach Česká Lípa in Tschechien, nördlich von Prag. Mit dieser Runde kommt die Europameisterschaft erstmals in ein ehemaliges Ostblockland. Gefahren wird auf einer permanenten Piste. Van den Bosch hat die Superpole, aber Klaus Kinigartner steckt als Erster die Nase in den Wind. Innen drängelt Eddie Seel. Und dann drei KTMs an der Spitze, Kinigartner, Van den Bosch und Künzel. Dani Müller aus Aargau, zweimaliger Schweizer Meister, brennt einen Lokalfahrer her. Klaus Kinigartner hat sich zwischenzeitlich wohin gelegt. Van den Bosch übernimmt die Führung, Jürgen Künzel bleibt dicht auf den Fersen. Doch dem Franzosen gelingt es abermals, die Führung ins Ziel zu tragen. Zweiter Lauf in Česká Lípa in Tschechien. Die KTM-Truppe übernimmt abermals die Führung, danach folgen Manzo, Seel und Chambon. Und immer wieder Van den Bosch. Ein paar Runden später ist es ihm gelungen, sich abermals an die Spitze zu setzen, gefolgt von Künzel. Kinigartner ist jetzt Dritter, angegriffen vom 1,59 Meter Riesen Chambon. Dann sticht Chambon innen durch. Manzo ist der Nächste, der Kinigartner ans Leder geht. Kein Respekt mehr vor dem Veteranen. Ja, dieses Durchreichen mag der Zillertaler ganz besonders. Inzwischen hat Künzel die Führung übernommen, aber Thierry Van den Bosch holt sie sich in der vorletzten Runde zurück und gibt sie nicht mehr her. Doppelsieg auch in Tschechien für den Franzosen. Auf die Frage an Künzel, warum er die Führung nicht verteidigen konnte. Es sagt sich so leicht. Ich sag mal, zweimal Zweiter hinter dem Van den Bosch ist sehr gut für mich.
Ich hatte jetzt im zweiten Lauf, war ich eigentlich ziemlich schnell unterwegs, hatte einen kleinen Fehler und da habe ich meinen Vorsprung wieder eingebüßt und auch meinen ersten Platz, leider Gottes. Okay, aber wie gesagt, hinter dem besten Fahrer Zweiter zu werden, ist keine Schande. Sechste und vorletzte Runde in Varano di Melegari in Italien, in der Nähe von Parma. Kann Thierry van den Bosch schon vorzeitig zum Champion gekürt werden? Boris Chambon, der Zweite, ist wegen Verletzung nicht dabei. Ein weiterer Sieg würde also reichen. Mad Max ist Inhaber der Superpole, was aber van den Bosch wenig beeindruckt, denn der übernimmt sofort wieder die Spitze. Reihung van den Bosch, Manzo, Künzel, Kinigartner. Max Manzo stolpert vor der anstürmenden Meute, verliert dadurch viel an Boden. Die italienischen Fans kriegen einen moralischen. Die KTM-Armada in Führung, van den Bosch, Jürgen Künzel, Klaus Kinigartner. Alle drei fahren übrigens auf LC4 mit 710 Kubik. Lockere Führung für van den Bosch, aber er schimpft mit Fiorentini, der eine Runde hinten liegt. Und abermals ein Sieg für Thierry van den Bosch. Damit wird er schon im drittvorletzten Lauf Supermoto-Europameister des Jahres 2002. Und Künzel rettet sich noch vor Eddie Seel über die Linie. Of course, it's wonderful to have again the European title. Es ist wundervoll, erneut den Europameistertitel geholt zu haben. Diese Saison läuft für mich perfekt im Moment. Ich bin überall vorne, auch in der französischen Serie. Ich möchte mich bei meinem Team und allen, die mir geholfen haben, recht herzlich bedanken. Jetzt habe ich den Titel und so werde ich die letzten Rennen gelassen angehen, versuchen, so viel Spaß wie möglich dabei zu haben. Letzte Station und Finale der Supermoto-Europameisterschaft in Serres in Griechenland. 12.000 Besucher, Bilderbuchwetter, fabelhafte Organisation und eine Traumstrecke, von der van den Bosch sagt, es sei die schönste, die er je gefahren sei. Er selbst will ja seine Supermoto-Karriere beenden und zu den reinen Straßenglühern umsteigen. Aber die Straßenambitionen und der bereits eingeheimste Titel hindern van den Bosch nicht daran, abermals die Führung zu übernehmen. Erste Kurve über den Sprung, danach eine 300 Meter Gerade und dann ein Drift aus 160 km/h. Vorne das fast schon gewohnte Bild, VDB, Künzel, Kini. Thierry van den Bosch ist gestürzt, Klaus Kinigartner nun Führender, Jürgen Künzel der Verfolger. Kinigartner könnte Dritter in der Tabelle werden, wenn er gewinnt. Van den Bosch hat das KTM-Trio wieder komplettiert, Kinigartner nach wie vor in Führung und dahinter lange nichts. Sturz eines lokalen Fahrers. Van den Bosch und Künzel liefern sich noch ein internes Duell. Klaus Kinigartner ist vorne weg und wird letztlich diesen Lauf gewinnen. Die Reihung am Podest, Klaus Kinigartner vor Thierry van den Bosch und Jürgen Künzel. Und somit hat sich die KTM-Spitze die obersten Podestplätze im Gesamtklassement erobert. Europameister Thierry van den Bosch, Vize Jürgen Künzel und Klaus Kinigartner. Und die EM wird es, entgegen aller Gerüchte und trotz WM, auch im nächsten Jahr geben.
Das war's wieder so viel zu dieser Ausgabe des Offroad-Motorrad-Magazins. Anregungen, Bemerkungen und Ähnliches auf unsere Homepage www.offroadmagazin.com. Danke fürs Dabeisein. Tschüss, grüezi, pferdeich.